Also willkommen zurück hier in Final Fantasy 7. Und die Musik ist sehr mysteriös, wenn man sie etwas länger anhört. Dunk, 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 dunk. Ach ja, ich chill hier noch immer herum. Bin hier kurz vor Kalm, wir sind Last Part nämlich aus Midgar rausgekommen. Wir haben genug von Shinra. Der kommt wahrscheinlich nie wieder zurück nach Midgar. Aber es interessiert hier uns ja eh nicht mehr. Wir sollten nach Kalm, hat's geheißen. Die Musik ist gerade so geil. Ich kann mal dabei schauen, wie es mit der Materie aussieht. Element Blitz ist noch gut. Stehlen, erkennen ist auch gut. Die Herstellung ist zum Mastern da. Feindes können Matra-Zauber, habe ich erlernt. Das hat der ziemlich stark ist und angespielt, der nur 8 MP kostet. Ziemlich billig. Und Red 13 mit seiner Schutzmaterie. Alle Blitz. Einfach mal so. Und die Musik fängt jetzt erst richtig an, die Party. Das ist ungefähr, wenn man die Musik 3,5 Minuten einfach mal zuhört. Dann kommt die geile Stelle. Ach, so geil, so chillig. Irgendwie auch so, wie soll man sagen, antreibend. Sie treibt mich an, rauszugehen und zu spazieren. Das ist wirklich so. Ah, ich stehe wirklich gerne herum und höre Musik zu. Aber genug davon. Auf geht's nach Kalm. Auch wenn die Musik gerade so schön war. So. Da wären wir. In Kalm. Auch mit einer scherzschilligen Musik. Die ein bisschen nach dem Örtlichen erinnert. Sieht so aus, als hätten wir Kalm erreicht. Ich frage mich, ob schon alle da sind. Werden wir uns das Gasthaus zu erreichen? Jo, ins Gasthaus hinein. Gehen wir, Cloud. Jo, aber bevor ich da reingehe, schaue ich mich noch ein bisschen um. Das könnte ich zwar später auch machen, aber warum später wie früher? Hey, komm schon, hör mir zu, hör mir zu! Hast du was Interessantes zu sagen? Was? Zuerst sagt er, hör mir zu, und dann, hast du was zu sagen? Finde den Fehler. So, nicht vergessen, hier drin ist eine Tür, da ist ein Äther. Einfach mal so mitnehmen. Dank der Makro-Energie ist das Leben ziemlich bequem. Dank sei Shinra. Meinst du nicht? Du redest Blödsinn. Aber ich hasse es mir jetzt vorzustellen, wie das Leben wohl ohne Makroenergie wäre. Makroenergie ist also eine Art geothermisches Kraftwerk. Ohne Makroenergie wird es halt auch keine Elektrizität hier geben. Anscheinend. Ich kann mir das irgendwie vorstellen. Mit geothermischer Energie ist es also ähnlich. Entzieht die Wärme aus, wie war das? Aus einem Lavastrom und die Wärme erhitzt das Wasser und das treibt die Turbine ein. So irgendwie war das. Makroenergie hat alles viel bequemer gemacht. Und Makroenergie scheint die gleichen Eigenschaften zu haben. Wie bei uns, ja, auch im Erdinneren das gleiche hat. Aber es scheint, dass viele Pflanzen und Tiere mit rasender Geschwindigkeit verschwinden. Ich finde, das Leben früher war besser. Meinst du nicht? Ja, vielleicht. Klar habe ich recht, da bist du sicher, oder? 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 Lieber nichts von Shinra erzählen, dass sie böse sind. Die würden uns wahrscheinlich eh nicht glauben, die Leute hier. So, ich mag diese Ortschaft. Sie ist ein Schiller. Und hier in dieser Tür ist ein Hund drin. Ein Hund, der einfach mal so geht. Tschüss, Hundi. Tür. Einfach so. Hat einen geilen Soundeffekt. Hast du gesagt, du kommst aus Midgar? Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich habe auch mal gelebt. Ich habe gehört, das gibt's derzeit viel Ärger. Viel, viel Ärger. Ja, so viel Ärger, das glaubst du gar nicht. Ja, da habe ich schon einiges mitgekriegt, ja. Nebenbei, hier oben ist eine Kiste, nämlich die hier. Die kann man nicht öffnen. Auch wenn es vielleicht so scheint, dass vielleicht irgendwo einen Schlüssel gibt. Aber hier ist ein Etab. Aber nein, diese Kiste ist nicht öffnbar. Ich habe alles probiert. Ich spiele das Spiel natürlich nicht zum ersten Mal. Und auch nicht zum fünften Mal. Sondern, keine Ahnung, ich zähle nicht mit. Auf jeden Fall ist diese Kiste nicht öffnbar. Ich habe noch keinen Weg gefunden, diese zu öffnen. So, Moment, hier war doch irgendwo im ersten Stock eine Waffe, oder? Ah nein, das war ein anderes Haus. Ich wechsle schon wieder. So, aber hier ist sonst nichts. Ah, hier, doch. Die Wachsamkeit, stimmt. Wachsamkeit ist etwas Interessantes. Das erhöht nämlich die Vitalität eines Charakters. Wenn ich jetzt hier auf Status gehe, dann sieht man hier die ganzen Statuswerte. Und wenn ich Vitalität einsetze, erhöht das meine Vitalität um 1.
Das kann sehr gut sein, eigentlich. Weil Vitalität ist sehr gut für physische Angriffe. Geschick ist, wie schnell ihr seid. Zauber ist klar. Moral ist die magische Verteidigung. Glück ist, wie hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr kritisch trifft. Und der Rest ist eigentlich selbstverständlich. Ja. So, schauen wir uns auch noch weiter um. Warum laufst du so herum? Wenn ich groß bin, gehe ich zu Soldier, deswegen trainiere ich jetzt so hart! Okay, scheint, als hätten auch die kleinen Kinder hier noch die Träume, Soldier beizutreten. Na, sollen sie halt. Wenn das ihr Traum ist? Ah, hier war das, stimmt. Hier ist der erste Stück, wo eine Waffe war. Ja. Diese Waffe, hier, die man hier erhält, die Friedensstifter, ist für einen Charakter, den wir erst später bekommen. Den bekommen wir wirklich sehr spät, das ist eine Fernkampfwaffe und als Icon hat es eine, eine Knarre halt. Es ist für einen Charakter, den wir jetzt noch nicht haben und erst sehr viel später ins Spiel kommt, das ist interessant. Ich gehe mal nicht darauf weiter ein, weil ich nicht spoilere, aber trotzdem, es ist sehr interessant, dass man diese Waffe jetzt schon bekommt, so früh. Für einen Charakter, der erst sehr viel später dazukommt und dann ist die Waffe nicht mal besonders gut, ja. Das ist so eine Durchschnitt. Ist hier in der Tür? Nein, hier ist nichts. Okay. Aber hier. Ja, Kalm ist ein kleiner Ortschaft. Ich mag es. Ist das wahr, dass Shinra ein Ungeheuer erzeugt hat? Ja, leider. Ich sag mal die Wahrheit. Na, wie auch immer. Solange wir in der Reaktor mit uns, können wir uns Shinra nicht widersetzen. Naja, wo sie recht hat, die Dame, hat sie recht, ne? So. War hier auch was? Ja, hier war noch ein weiteres Ether. Man bekommt hier wirklich sehr viele Äther. Das finde ich cool. Oh, und der hier ist interessant, der Mann hier. Den sollte man sich merken. Ich bin gesund und habe genug zu essen. Alles in Ordnung. Wie gesagt, den sollte man sich merken für viel, viel später, Leute. Für sehr viel später. Der ist nämlich... Oh, interessant. Sagen wir mal so. So, hier in der oberen Hälfte von Kalm sind die Geschäfte. Mal schauen, ob ich irgendwas kaufen kann. Hier ist das Objektgeschäft! Danke, dass du sagst. Ich hätte es wahrscheinlich nicht rausgefunden. Okay, habe ich noch Hyper. 14, gut. Kann ich irgendwas verkaufen? Lass mal sehen. Gegenmittel brauche ich nicht. Granate brauche ich nicht. Tödler Müll brauche ich nicht. Sternanhänger. Okay, einen verkaufe ich mal. Lokokraut kann ziemlich lustig sein, Mithril-Armband brauche ich nicht mehr, Talisman lasse ich mal. Geisterhand. Okay, es gibt nur ein Gil. Beruhigungsmittel brauche ich eigentlich auch nie, weil ich bin gerne im Zornstatus, weil es einfach das Limit erhöht. Ich kann den Friedensstifter verkaufen, dann brauche ich noch für einen Charakter, den wir viel später halten. Aber die Tränke brauche ich nicht. Ich habe schließlich die Magie, die mich hochpusht. Okay, sonst gibt's hier nichts. Ich wollte ihn nur mal verkaufen. Und gehen wir mal ins nächste Geschäft. Hier müsste der Materialladen sein, soweit ich weiß. Ja, der Materialladen. Soweit ich weiß, gibt's hier neue Materie. Erde. Oh, das ist cool. Gift stehlen, erkennen, heilen. Achtung! Dieses Heilen ist nicht das Heilen, was ich gerade habe. Weil dieses Heilen ist die Zustandsheilung. Damit man einen Unterschied hat. Also, ich habe jetzt die wiederherstellende Materie und die hat Heilung als Fähigkeit. Die Heilmaterie ist die Zustandsheilung-Materie. Zum Beispiel, wenn ich dies ausrüste, erhalte ich Poisona, was sie über komischerweise nicht übersetzt haben, weil das heißt Gegengift. Also Poisona. Isuna ist, ich heile alle Zustände und ist eine richtig coole Magie, aber es dauert lange, bis man die erlernt. Die Frage ist nur, wen soll ich das geben, weil... Ja. Und Erde ist auch sehr cool. Zum Beispiel, wenn ich eine erdelementare Waffe habe, habe ich das Element Erde auf der Waffe. Und wenn man es als Magie einsetzt, hat man Beben. Beben, Beben 2 und Beben 3. Beben ist eine richtig coole Magie und die tue ich sogar rein. Statt erkennen, tue ich Blitz rein. Passt das wieder. Ja, Beben ist wie gesagt eine sehr coole Materie. Ich mag sie. Und wisst ihr was? Ich kaufe sie sogar nochmal. Weil Beben ist wirklich eine sehr coole Magie im Spiel.
So, das ist das Waffengeschäft. Dann schau mal, ob du was für mich hast. Eine Mithrilsäbel, das ist die erste kaufbare Waffe für Cloud. Und auch die allererste, die man anders ausrüsten kann. Es ist besser wie das Meisterschwert. Eigentlich heißt das Schwert Buster Sword. Auf Englisch, aber warum sie auf Meisterschwert übersetzt haben, fragt mich nicht. Ich rüste das natürlich aus und im Kampf hat dieses Schwert natürlich einen anderen Sprite. Element Erde lasse ich mal auf der Waffe. Es gibt ein kleines, naja, soll ich sagen, Nachteil auf erdelementare Waffen. Ich habe so wenig Geld. Vollmetallstock, Mithrilarmband. Vollmetallstock für Eris. Und dann habe ich irgendwie eh kein Geld mehr. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Stimmt. Der Nachteil an der erdelementaren Waffe ist, wenn ein Gegner schwebt, hat das keinen Effekt mehr. Also fliegende Gegner werden durch erdelementare Angriffe nicht beeinflusst, nicht mal wenn eure Waffe erdelementar ist. Mein Vater war ein Gruppenarbeiter, aber er konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, nachdem er ungeheuer in der Mithrilmehl zu erscheinen begann. Jetzt sitzt er noch in der Bar und lässt sich voll auf. Ja, wenn manche nicht damit umgehen können, dann müssen sie halt saufen. Und hier die Küche. Geh nicht in die Küche! Tja, dann geh ich halt durch die Küche. Hey, hast du auch was für mich erwirrt? Ich habe in einer Kohlengrube unten im Süden, die Mithrilmine heißt, und zu der Zeit ungefähr bei ganz ungeheuer zu erscheinen. Danach ging das Geschäft im Bach runter. Und jetzt verbringe ich hier die Tage und besorg mich! Da gab es wohl diese Avalanche genannte Gruppe, aber ich glaube, sie wurde von Soldier ausradiert. Ja, ganz Sektor 7 wurde ausradiert. Ich habe gehört, dass Terroristen einen Bombenanschlag auf einen Mithril-Reaktor verübt haben. Es haben sich in letzter Zeit wirklich viele gefährliche Unfälle ereignet. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ich kann es nicht ändern. Okay, wir haben ja die Unfälle. Mehr oder weniger erschaffen. Okay, jetzt geht's auf ins Inn. Und jetzt kommt eine etwas längere Cutscene, Leute. Bereitet euch schon mal vor. Weil das dauert doch etwas länger. Cloud, du kommst zu spät. Entschuldigung, ich habe mich noch etwas umgesehen. Ey Mann, kommst du spät? Ja, ruhig. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Ich schätze alles in dir. Also, erzähl uns deine Geschichte. Du weißt schon, über Sephiroth, die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns einfach alles. Wo fangen wir am besten an? Naja. Ich wollte mal wie Sephiroth sein. Also trat ich bei Soldier bei. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sephiroth gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du einen Freund? Tja, nun, er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Also ich schätze, du könntest ihn einen Kriegskameraden nennen. Wir vertrauten einander. Und haben halt zusammen gekämpft, wie es halt so ist mit dem Krieg, ne? Bis eines Tages. Eines Tages? Unterbrech mich nicht. Nach dem Krieg war Soldier damit beauftragt, jeden Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor 5 Jahren. Ich war 16. Es regnet wirklich in Strömen, Mann, ey! Hey! Infanterist! Geht's, wie geht's denn? Geht schon. Ich weiß nicht. Mir war noch nie was von so etwas schlecht. Wie dir. Naja. Alles klar? Das war vor 5 Jahren, diese Szene. Hey! Was ist? Beruhig dich. Sie haben mir ein bisschen neues Materie gegeben. Ich bin drauf, sie zu verenden. Ja, bitte, bitte. Wie ein Kind. Wirklich. Wirst du uns über die Mission aufklären? Das ist keine normale Mission. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldier beigetreten, aber nicht wie du sein kann. Aber es ist endlich zuerst First Class befördert wurde, war der Krieg bereits vorbei! Meine große Hoffnung, Held zu werden, wurde auch der Kriegsende zunichte gemacht.
Deswegen melde ich mich jedes Mal, wenn es eine interessante Mission gibt, um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sephiroth? Ich dachte, du wolltest den Wirkzweck der Mission erfahren. Ja. Unsere Mission besteht darin, einen alten Mark-Charakter zu untersuchen. Berichten zufolge gibt es eine Störung, die brutale Kreaturen erzeugt. Zunächst müssen wir die Kreaturen loswerden, dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Okay. Brutale Kreaturen, aber wo? Beim Mark-Charakter in Nibelheim. Nibelheim? Da komme ich her. Heimatstadt? Muss schön sein. Und jetzt ist seltsam, ist in den LKW gelaufen! Das muss das Monster sein. Los geht's. Dum dum. Dum dum. Ein Drache! Und Sephiroth haut mal rein und macht 3000 Schaden. Muss man das vergleichen? Ich mach mal auch mal einen Schaden und der Drache kann Flammenwerfer. Das ist nebenbei eine Blobbergie. Und daneben geschlagen. Und Sephiroth trifft immer und hat den Drachen einfach mal so zermetzelt. Tja, so erkennt man einen Helden. 2 Schläge und ein Drache ist tot. Es ist kaum zu glauben, wie stark Sephiroth ist. Er ist in Wirklichkeit viel stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt. So, was hat das mit dir zu tun? Ich war fasziniert davon, wie Sephiroth kämpfte. Und dann erreichten wir Nibelheim. Wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit langem, dass du in deinem Heimatstadt bist, oder? Also, wie fühlt es sich an? How does it feel? Keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Und was ist mit deinen Eltern? Meine Mutter heißt Genova. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Mein Vater... Was macht das schon? Also, lass uns gehen. Die Szene kommt mir stark bekannt vor. Ist so langweilig, wach zu halten. Ja, machen wir dasselbe wie immer, oder? Sollen wir üben? Üben? Ach, du meinst meine Pose? Muss man bei Social immer darauf achten, was andere Leute denken? Also Moment, wie ging das nochmal? So? Gute Arbeit! Ich will wirklich nicht bei Social sein. Danke sehr. Psst! Wenn du weiter herumwanderst, wirst du Schwierigkeit bekommen. Okay, nicht so wieder rumdrückeln. Hier stinkt's ganz schön nach Marco. Wie riecht denn Marco eigentlich? Hey, warte mal einen Moment! Warte! Was gibt's, Barrett? Ist das nicht, der Name von Sephiroths Mutter? Ich erinnere mich an Genova! Das ist der verdammte kopflose Geschöpf, das im Schindlergebäude lebte! Stimmt. Barrett, willst du uns bitte hören lassen, was Klaus zu sagen hat? Fragen kannst du hier hinterherstellen. Ich hab doch nur... Okay, Klaus, mach weiter, bitte. Ein Treffen von Freunden aus Kindertagen, ne? Ich war wirklich überrascht von Tifa. In der Stadt war es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich in Häusern aus Angst vor den Monstern. Blieben. Nein, vielleicht hatten sie Angst vor uns, eher. Wir machen sie morgen gerade in Richtung Ragdorf. Sieh zu, dass du früh ins Bett kommst. Ah, noch was. Wir brauchen nur eine Wache, so dass die anderen wenig ausruhen können. Okay. Ihr könnt euer Familie und Freunde besuchen, wenn ihr Lust habt. Okay, und hi.
Wer bist du denn? Ich hörte, dass Sephiroth kam und habe mein Fotoapparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sephiroth, einem Monster. Fotografiere doch mich. Ich mache niemals Bilder von mit einer Null. Das lasse ich mir nicht bieten, ja? Ja? Das lasse ich mir nicht bieten. Komm nur her. Geh ins Haus zurück. Das ist viel zu gefährlich. Ich krieg's da keine Faust. Okay. So großspurig. Hey, Moment. Dieser Typ ist ein echtes... Du bist Cloud, oder? Oh, wirklich? So ist das also. Der kennt uns. Auch interessant. Mann, I'm so nervous. Hast du mal einen britischen Akzent gekriegt oder was? Hey, mein Freund. Hey, ich bin Briten, ja? I'm Briten. Briten Englisch. Warum denn? Hör mal, man weiß nie, wenn ein Monster auftaucht, oder? Tja, schauen wir uns mal hier in Nibelheim um, in der Vergangenheit. Nicht vergessen. Also, Cloud erzählt das alles gerade, das muss man sich vorstellen. Also, ich bin in mein Haus gegangen. Es hat nichts mit dem Ereignis vor 5 Jahren zu tun. Warte, ich will das hören! Ja, ist schon lange her, oder? Erzähl uns mehr, bitte! Du hast deine Familie gesehen, oder? Ja, okay, wenn es sein muss. Ich weiß nicht, ob man es als Familie bezeichnen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter allein in dem Haus gewohnt. Ganz allein. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war eine sehr lebensfrohe Person. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Ein paar Tage später ist sie gestorben. Als ich sie jedoch gesehen habe, schien alles in Ordnung. Kratz. Ja? Cloud? Willkommen zu Hause, Cloud. Hallo, Mutter. Komm, lass dich anschauen. Das sieht wirklich gut aus. Okay. Ist das eine Uniform von Soldier? Mutter, ich... Mensch, wie bist du gewachsen? Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Es wäre mir wohl, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Das interessiert mich nicht. Ist doch richtig. Es geht mir gut, die Firma kümmert sich um mich. Zahlt auch gut. Wirklich? Du kannst dich kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Cloud, erzähl. Du weißt doch, dass du es nicht weißt, ne, Cloud? Und ich erzähl doch immer mehr. Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns damit aufhören. Genug davon. Ein lustiges Gimmick, würde ich sagen. So, hier rechts unten. Einfach mal so reingehen. Hallo, jemand zu Hause? Oh, du gehörst zu Shinra. Willkommen! Tut mir leid, das bist du, Cloud. Ich hab dich nicht erkannt. Passiert. Hallo. Willkommen zu Hause, ne? Shinra? Soldier? Ein Soldier? Wirst du ungehört? Wirst du? Wer sind die zwei kleinen Kinder? Die sind auch sehr interessant drauf. Der sagt nix und die Kleine? Gib dein Bestes! Werde ich. Gib dein Bestes! Immerhin, die hier redet der andere. Sehr interessant. So ist ein kleiner Ofen und das war's auch schon. Aber hier gibt's noch ein Oberstockwerk. Einmal so. Man muss sich halt vorstellen, wie Claudius erzählt. Er war in jedem Haus drin, hat überall rumgeschnuppert. Er wollte halt wissen, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Und dieses Haus ist etwas speziell. Da gehen wir aber erst in den nächsten Part rein. Gut, Leute, schaltet wieder ein, während Cloud hier seine Geschichte erzählt, die sehr interessant ist.